Am 9. Juni 1916 wurde der sorbische Schriftsteller Juri Bresan in Reckelwitz geboren. Ab 1927 besuchte er das Gymnasium in Bautzen, von dem er allerdings 1936 wegen politischer Unreife flog. Wegen seiner politischen Umtriebe, er engagierte sich ab 1938 illegal in einer sorbischen Widerstandsgruppe, wurde er mehrfach verhaftet und bekam ein Aufenthaltsverbot für die Lausitz. Von 1942 bis 1944 musste er als Soldat der deutschen Wehrmacht dienen und kam als solcher in die amerikanische Kriegsgefangenschaft. Danach kehrte er in seine Heimat zurück. Mit seinen Werken, auch in deutscher Sprache verfasst, baute er der sorbischen Literatur die Brücke zur deutschen Literatur. Er schrieb vor allem Romane, Erzählungen und Kinderbücher. Seine Bücher wurden in insgesamt 25 Sprachen übersetzt. Viele seiner Werke tragen autobiografische Züge, aber auch der sorbische Sagenstoff Krabat hatte es ihm angetan. Die Schwarze Mühle, Krabat oder die Verwandlung der Welt sowie Krabat oder die Bewahrung der Welt zeugen davon. Bis zuletzt lebte Bresan nahe seinem Geburtsort Reckelwitz in Drahäuser Horni-Heink. Er starb am 12. März 2006.